Hallo, ich bin die Anna, Mama vom Kai. Der ist 47 Wochen alt und deshalb gibt es wieder ein neues Update von uns. Er hat sich diese Woche seinen Jogger und auch das Oberteil selbst ausgezogen. Also er hat so lange rumgerissen, bis er nur mehr im Body, im Bett gelegen ist. Mich hat das zuerst total verwundert, aber ja, er hat jetzt quasi die Kräfte, dass er sich selbst ausziehen kann. Anziehen wird leider noch ein paar Jahre dauern. Der Schwamm ist ganz frisch, das ist Kai seiner übrigens, falls ihr euch jetzt erschreckt und denkt, ah! Hast du die Mama um? Diese Woche hat Kai auch Sand gespielt. Wir haben jetzt eine eigene Sandkiste im Garten und er liebt es einfach total. Die oberen Zähne kommen. Ich merke das, dass er mehr jammert und man sieht es auch. Und ja, also es hat bei ihm recht lange gedauert, aber jetzt scheinen alle Zähne durchzudrücken langsam. Was er diese Woche auch gemacht hat, er war ein wenig heikel und wollte keinen Brei essen. Er gesellt sich jetzt übrigens auch zu uns. Also Kai wollte diese Woche keinen Brei essen. Er wollte alles nur selbst essen und hat sich nicht füttern lassen, was etwas anstrengend war. Aber ich hoffe, das vergeht auch wieder. Ja. Dann hat er auch sehr schlecht geschlafen. Ich denke, das hängt auch mit den Zähnen zusammen. Und ja, ich hoffe, auch das wird wieder vergehen, aber Kai war eben noch nie besonders gut im Schlafen. Was seit dieser Woche wirklich sehr, sehr gut geht, ich glaube, ich habe es schon in irgendeinem Update erwähnt, dass er Schnabelbecher nicht nimmt und jetzt ertrinkt aus jedem Schnabelbecher. Einer unserer Lieblingsschnabelbecher ist dieser hier, das ist ein günstiger aus der Drogerie, ich glaube von Baby Nova. Und er kann das jetzt wirklich total gut. Er spuckt sogar schon den Schnuller aus. Also er trinkt wirklich ohne Probleme und sehr, sehr gerne sein Wasser jetzt aus dem Schnabelbecher, was früher ja fast unmöglich war. Ganz, ganz spannend. Ja, er nimmt sogar die Flasche selbst. Also er weiß auch, dass da jetzt was zu trinken drinnen ist. Und er steht auch selbst, vielleicht seht ihr das. aber er schafft es noch nicht, das so hoch zu halten. Das hat er noch nicht so gecheckt. Aber ja, wenn ich ihm helfe, kann er auf jeden Fall sehr gut aus dem Schnabelbecher trinken. Und das war's schon wieder von unserem Update. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!